So, liebe Leute, hier seht ihr eines der ersten, wenn nicht sogar das allererste, Fernseher, LCD, Leinwand, könnte man schon fast sagen, mit 4K-Auflösung. Ihr müsst euch vorstellen, euer normaler Fernseher, euer normaler Full-HD-Fernseher hat 2 Millionen Pixel. Dieser stellt 8 Millionen Pixel dar. Das bedeutet aber nicht, dass ihr in irgendeiner Form auch, sag ich mal, eure Medien auch auf 4K-Auflösung, sag ich mal, rausrechnen müsstet. Full-HD-Material würde er dann rein theoretisch, aber auch rein praktisch gesehen, dann eben halt so weit hochskalieren, dass er auch auf 4K im HD gestellt wird. Blu-ray-Material wird dann auf 4K hochgerechnet und sieht dann so aus. Man kann auch schon eigentlich ganz dicht dran gehen und ich würde immer noch kaum ein Pixel selber erkennen. Rein theoretisch könnte man einfach sagen, okay, Full-HD, Bild. Und für jedes einzelne Pixel eines Full-HDs wird noch 3 zusätzlich hinzukommen. Also Vervierfachung der ganzen Pixel. Das Gerät soll irgendwann nächsten Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen, sagt mir jedenfalls Sony. Preislich gesehen müsst ihr ungefähr, lass mich mal kurz raten, was ist vergleichswert? Ein VW Golf hinlegen. Ungefähr, Pi mal Daumen, 25.000 Euro für dieses große Gerät. Es ist nicht sehr viel teurer, in Anführungsstrichen, als auch schon der Projektor mit 4K-Auflösung, den es ja schon im Handel gibt. Der kostet nämlich so sage und schreibe 21.000 Euro. Wer es ein bisschen kostengünstiger mag, der kann dann auch zu den neuen LCD-Fernsehern greifen von Sony. Die haben eine Besonderheit, das sieht man jetzt, glaube ich, eigentlich ganz gut. Jedenfalls wir, die hier stehen und direkt dieses Bild eben halt sehen, da ist wirklich auch schwarz-schwarz. Wie funktioniert das? Der ganze Rückwand, das ganze Panel ist mit LEDs versehen und dunkle Sequenzen, dunkle Bereiche, dort werden auch mal die LEDs abgeschaltet. Das heißt, schwarze Flächen hier unten und jetzt auch, da würden einfach die LEDs da im Hintergrund auch noch zusätzlich abgeschaltet, sodass es auch wirklich ein Schwarz ist. Bei normalen LED-beleuchteten Fernseher, da hat man meistens immer noch eine LED-Leiste irgendwo leuchten und das sieht dann so gräulich aus. Hier muss ich ehrlich sagen, ohne dass ich hier einen Sony-Fernseher selber zu Hause habe, sieht das Schwarz wirklich schwarz aus. So, das war es erstmal von diesen kleinen Home-Entertainment-Geschichten hier bei Sony. Kommt einfach selber hierher, wenn ihr in Berlin seid oder aus dem Umfeld anreisen wollt. Einfach auf die IFA 2012. Das war es von uns erstmal für das erste von Sony-Stand auf der IFA in 2012 in Berlin. Und Daru und ich laufen jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend und schauen uns noch weitere Sony-Produkte an. Bis gleich.